Man schrieb das 23. Jahrhundert. Es war die dunkelste Stunde der Menschheit. Und die Allianz. Seit Jahrzehnten starben Millionen immer wieder für dasselbe Stück Fels. Dann endlich konnte eine Seite die Oberhand gewinnen. Die Koalition. Startete die Allianz 5 Schlafschiffe. Man hoffte, sie würden weit weg vom Krieg und Zwist, die die Erde befallen hatten, neu beginnen. Ohne jene Vorurteile anfangen, die uns so lange schon entzweiten. Jedes Schlafschiff wurde nach der Herkunftsnation benannt. Die Bretonia, die Rheinland, die Hispania, die Cusari, die Liberty. Wahrscheinlichkeit brachen die Kolonieschiffe durch die Blockade der Koalition und flogen in Richtung des Sirius-Systems. Das war vor 800 Jahren, als wir herkamen, um unser Leben neu aufzubauen. Seit damals sind wir einen weiten Weg gegangen. Wir sind gewachsen. Wir konnten gedeihen. Wir konnten aufblühen. Aber wir werden nie vergessen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem Uraltspiel Freelancer. Von Microsoft tatsächlich. Eines der besten Dinge, was Microsoft jemals entwickelt hat, würde ich behaupten. Ja. Also, wenn das nicht immer hundertprozentig klappt mit der Auflösung, blablabla und keine Ahnung. Ja. Nicht böse sein, das Spiel ist für, keine Ahnung, wann ist das rausgekommen? 2004 vielleicht oder 2003? Oder vielleicht noch früher, irgend sowas. Auf jeden Fall für damalige PCs geschrieben worden, Nummer 1, also nicht für Windows 10 geschrieben worden, sondern das ist die Originalinstallationsdatei von Anno Dazumal. Nummer 1. Nummer 2 ist, damals gab es keine 16:9 Auflösung. Gab es halt einfach nicht. Ja. Damals hatte man 4:3, ganz normal, wie halt immer. Und auch hier ist es auf 4:3 ausgelegt. Das heißt, dass jetzt in 16:9 dargestellt wird, ist nur dem geschuldet, weil ich an verschiedenen Dateien rumgepusht habe. Das heißt, wenn es jetzt nicht hundertprozentig optimal alles aussieht, dann liegt es daran, dass das nicht dafür geschrieben wurde. Und das ist halt, ja,
dass halt nicht alles so funktioniert hat, wie ich mir das jetzt erhofft habe, durch das Umschreiben von diesen Dateien. Ja. Alles andere hoffe ich einfach, dass irgendwie funktioniert, dass irgendwie klappt. Also bis hier sieht es ganz gut aus. Ich habe schon mal so einmal auf ein neues Spiel geklickt und habe mir mal das erste Video nochmal angeguckt. Sieht soweit ganz in Ordnung aus. Ich hoffe, dass es dann auch beim Spielen in Ordnung ist. Also das heißt, sämtliche Kontextmenüs und so weiter zum Sehen sind. Also das ist mich hier im Menü, wenn ich hier mal unter Optionen gehe, noch ein bisschen, ja, hier unten, ne, da ist das Hauptmenü irgendwo, hier. Ich hoffe, dass das nicht stört im Spiel. Wir werden sehen. Also, los geht's. Ein Uraltspiel von Microsoft. Wie gesagt, das Beste, was Microsoft, glaube ich, bisher so abgeliefert hat. Also, mit der Prämisse, dass man die Story, also beziehungsweise die Hintergründe der Fraktionen erstmal rauslässt. Ja? Also, wenn man die weglässt, ist das Spiel super. Weil ich finde es nämlich doof, dass dieses Spiel schon wieder drauf, also das heißt schon wieder, dieses Spiel damals halt darauf abgezielt hat, so in der Richtung, dass die Deutschen die Bösen sind, ja. Sehen wir dann später auch noch und so. Ist natürlich dem geschuldet, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Aber ich meine, das Spiel ist um 2000 rum irgendwann rausgekommen. Ne? Das sollte man doch das irgendwann mal verarbeitet haben, okay, ist jetzt nicht mehr so, also ist überholt so in der Art, also wir müssen uns einen neuen Bösewicht suchen, so, wäre cool gewesen, aber gut, hat man halt wieder in die Richtung tendiert, dass eben, ja, die Deutschen die Bösen sind, beziehungsweise, ja, nicht ganz richtig, also infiltriert werden sozusagen, aber das sehen wir alles dann im Spiel. So, also neues Spiel. Roger, alle Systeme grün, SA-14, Sie haben Starterlaubnis. Bestätigt, Freihafen 7. Wir sehen uns dann in 2 Wochen. SA-14, wir haben unbekannte Kontakte auf den Langstreckensensoren. Wir schicken Ihnen ein Jägergeschwader als Eskorte aus dem System. Guten Flug. Marinekommando, hier Freihafen 7. Wir empfangen einige seltsame Daten mit den Langstreckensensoren. Schiffe haben die Verteidigungslinie durchbrochen. Alle Stationen besetzen. Präsidentin Jacoby hat die LSF aufgefordert, die Zerstörung von Freihafen 7 zu untersuchen. Noch ist nicht klar, ob es ein Unfall oder ein Angriff war. Die ersten Überlebenden sind heute auf Manhattan eingetroffen. Wir sind vom medizinischen Dienst. Gibt es Schwerverletzte? Einen. Drin. Versorgen Sie ihn gut. Er schuldet mir noch was. Ihre Besorgnis ist rührend. Wir tun, was wir können. Es kann aber dauern. Offiziell bleibt die Liberty Security Force dabei, dass es keinen Beweis für einen Anschlag auf Freihafen 7 gibt. Aber Quellen innerhalb der LSF verdächtigen die kriminelle Organisation der Ordnung. Wir halten sie weiterhin auf dem Laufenden. So, Zielsetzungen und Navigation zwischen Stützpunkten. Neue Aufgabenziele werden im Freelancer mehrere Sekunden lang am oberen Bildschirmrand angezeigt. Diese Anzeige wird automatisch alle 3 Minuten wiederholt. Auftragsbefehle. N-Taste, Auftrag erneut anzeigen. F5-Taste oder Sternensymbol
oben rechts Auftragsprotokoll und Spielerlogbuch anzeigen. Tastenbelegung. Um die vorgegebene Tastenbelegung zu ändern, drücken Sie F1, klicken Sie dann auf Optionen und wählen Steuerung aus. Okay. Gut. Job in der Bar suchen. Ja, das ist jetzt ungünstig. Meine Symbole da oben sind nicht da. Okay. Was ist die Bar? Das ist F5 gewesen. Job in der Bar, ja. Aber ich... Das ist F6. Okay, cool. Boah, unglaublich doof. Shift F2 vielleicht? Shift F3? F4? Eieiei. Okay, das ist ungünstig. Okay, das ist super ungünstig. Nein, das habe ich jetzt... Das habe ich natürlich nicht ausprobiert. Das ist... Nein. Ja, ja, okay, die Beziehungen und so weiter, das geht alles, aber wieso geht das nicht? Ich dachte, das wären die F-Tasten gewesen. Und deswegen dachte ich auch, naja, das ist ja kein Problem. F2 müsste Approach gewesen sein. F3 müsste Docking vielleicht gewesen sein oder so, glaube ich. Aber normalerweise müsste das jetzt auch hier funktionieren. Das ist unschön, dass es nicht geht. Spiel beenden, ja, ja. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Okay, da muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendwas machen kann, dass wir das hinbekommen, dass ich hier diese Buttons habe. Ansonsten haben wir da ein richtiges Problem. Ich könnte natürlich hier... Ja, hier wird jetzt die Anfragesung angezeigt, aber nur weil ich sie händisch hinzugefügt habe. Können wir vielleicht hier mit... Naja, nee, kann man hier nicht einstellen, ne? Muss ich mal schauen. Vielleicht können wir irgendwas machen, ja. Also bis gleich. Okay, ein Hoch auf das Internet. Manchmal gibt's doch eben für jedes Problem eine Lösung. Ah, sehr geil. Juhu, ich freue mich. Also einen Job in der Bar, so ab in die Bar. Sehr geil. Sidewinder Fang. Wir haben nur Liberty Ale. Auch gut. Sie heißt Junko Zane. Toughes Mädel. Oh, wieso? Gehört zur LSF, lebt für ihren Job. Das heißt, falls sie einen Job wollen. Wenn sie allerdings nach was anderem suchen... Nein, im Moment will ich eigentlich nur diesen Drink. Die kenne ich doch. Das glaube ich kaum. Doch, ich habe sie in den Nachrichten gesehen. Sie sind doch einer der Überlebenden von Freihafen 7. Ja. Muss schlimm gewesen sein. Sie haben da echt Glück gehabt. Ha. Der hier geht auf mich. Ist ein guter Tropfen. Wieso? Weil man nicht jeden Tag die Chance bekommt, neu anzufangen. Alles Gute in Liberty, Sir. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Danke. Sehr geil. Sehr geil. Es funktioniert. Ich bin begeistert. Bisher. Ja. Okay. Die Texte haben sich jetzt mit dem Update natürlich verändert. Schön, dass das jetzt alles in Englisch ist. Ja. Aber, also, ich meine, das ist jetzt in Englisch, das ist jetzt nicht schlimm, finde ich. Also, ich meine, das wird halt jetzt in Englisch angezeigt. Wir sollen jetzt zur Junko Zane gehen und mal mit ihr reden. Einen Moment. So, jetzt aber. Miss Junko, hallo. Ich verstehe, was Sie wollen, aber ich habe einfach nicht genug Leute. Juni, die Dinge ändern sich. Gruppen wie der Orden nehmen sich immer mehr heraus. Sie bedrohen inzwischen unsere Gewinne. In der Regierung gibt es Stimmen, die meinen, wir müssen verstärkt patrouillieren. Sind Sie Junko Zane? Ja.
Sie müssen wohl was Geschäftliches besprechen. Moment! Ich verlasse mich ganz auf Ihr Geschick. Sorry, aber der Barmann meinte, Sie arbeiten für die Liberty Security Force. Und für wen arbeiten Sie, Mr.? Trent, ich arbeite für mich. Was für ein Schiff haben Sie? Hab's verloren. Auf Freihafen 7. Ah ja. Bleiben Sie länger in Liberty? Ich habe einen Freund, der bei dem Angriff verletzt wurde. Er liegt im Krankenhaus. Ich bleibe, bis er entlassen wird. Ich könnte tatsächlich einen guten Freelancer brauchen. Ich bin später im Ausrüstungsraum. Wir treffen uns dort. Oh, und wenn wir zusammenarbeiten, nennen Sie mich Junie. So, also, jetzt müssen wir die Junko in Ausrüstungsdock treffen. Ausrüstung. Ah, hier, Equipment Dealer. Heißt jetzt hier auch anders. Ist halt so, wie gesagt, ist ein englischer Patch. Ja, ist auch nichts Offizielles. Aber er funktioniert und darum geht's. So. Die Community von Freelancer ist riesengroß. Nur mal so noch am Rande, ne? Das ist wahnsinnig. Und es sind Sachen von 2011. Freut mich, Sie zu sehen. Sind Sie bereit, für die LSF zu arbeiten, Mr. Trent? Einfach nur Trent. Lassen Sie hören, was Sie zu bieten haben. Tja, ich habe ein Schiff für Sie. Ein ganz einfaches, mit dem Sie keine Sprünge machen können. Aber es sollte reichen. Ihr Auftrag ist ganz einfach. Sie machen den Babysitter für einen Konvoi mit Nahrung und Medikamenten. Ihr Kontakt ist King, der Chef der Eskorte. Ich sag ihm, dass Sie kommen. Nur, falls Sie interessiert sind. Ja, na klar sind wir da interessiert. Und ich muss mal noch was loswerden, und zwar die Juni, also die Mission Kozain. Ja, die fand ich damals tatsächlich, als das Spiel rauskam und ich das gespielt habe, so zum ersten Mal richtig scharf. Also, ja. Nur mal so. Also, escort a convoy of food and medical supplies from Fort Bush to the mining colony on planet Pittsburgh. Wir sollen einen Konvoi eskortieren, der Nahrung und medizinische Versorgungsgüter von Fort Bush nach Pittsburgh liefert. The Missions Commanding Officer Michael King is waiting to rendezvous in space near the Manhattan Docking Ring. Also, wir sollen ihn in der Nähe von Manhattan Docking Ring treffen, diesen King. Schwierigkeit, LSF Intel has classified the mission as low risk. Pirate attacks are considered possible. Also, geringes Risiko, es könnten vielleicht Piraten angreifen. Ja, ich kenne die Mission schon und es werden Piraten angreifen. Nur mal so vorweg. Klingt gut. Ich bin dabei. Gut, dann mal los. Ich lasse Ihr Schiff sofort bereit machen. Sie müssen dann nur noch zum Landeplatz gehen und starten. King erwartet Sie in der Nähe des Andockrings im All, okay? Wir sehen uns, wenn Sie zurück sind. Danke. Aber ist schon immer noch scharf, ne? Die Juni. Oder nicht? Find schon. Ja. F1 Key, F6, F7 und so weiter. Ja. Alles klar. Wir gehen gleich mal nochmal ins Ausrüstungsdock. Wir gucken uns das Schiff nochmal an. Einfach. Oh, aber es können. So, wir hier alles so hin. Und das habe ich früher irgendwie ausgestellt, dass es das nicht mehr macht. Dass es so hin und her switcht, weil das war irgendwie ziemlich langwierig und hat nur Zeit gekostet, war ziemlich doof. So. Class 1 und hier hätten wir Class 2. Eigentlich schon, ne? Wär schon eine Sache, oder? Ich meine. Nein, ich habe nicht genügend Geld dafür. Ich bin so doof. Irgendwie, das ging früher mal. Das ist natürlich kein Schild mehr. Das ist natürlich Load Game. Können wir das... So. Jetzt nochmal gucken. Das ging früher irgendwie mal. Wie viel Geld habe ich denn? Wo steht denn mein Geld überhaupt? Wird das gerade nicht angezeigt? Oder?
Hier total plus 300. Ja, aber wo steht mein... Hier, 500 habe ich. Aha. Alles klar. Na gut, dann können wir uns das natürlich nicht leisten. Das ist schade. Aha. Früher war das irgendwie nicht möglich, dass man Sachen... Ja. Okay, wir könnten uns noch eine Justice MK1 holen. Beziehungsweise... Ja, eine Justice MK1 könnten wir uns noch holen. Habe ich, glaube ich, auch immer gemacht. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, aber... Los geht's. So, ab geht's. Ja, ja. Ab ins Weltall. So, mit diesem Schiff, das uns die liebe Juni geschenkt hat. Ja? Sie hat uns das Schiff geschenkt. Und von wegen Sprünge sind nicht möglich. Sprünge sind sehr wohl möglich damit. Es war wohl wahrscheinlich mal anders angedacht. Aber wir könnten schon springen, wenn wir wollen. Sie müssen Trent sein. Ich bin King, Leiter dieser Mission. Ich habe den Anführer des Konvois kontaktiert. Die Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Sie sind bereit. Sollte eine Kleinigkeit sein, von hier nach Fort Bush und dann nach Pittsburgh. Bereit? Schön, Sie zu treffen, King. Ist das ein Rheinlandkreuzer? Das ist die Donau, Admiral Schulzkis Flaggschiff. Er besucht Manhattan wegen eines Gipfeltreffens mit Präsidentin Jacoby. Halten Sie Abstand. Station Newark, hier RWK Donau. Bitte um Andockerlaubnis an Ihre Station. Over. Bestätigt, Donau. Sie haben Erlaubnis für Andock.6. Liberty begrüßt Sie und Admiral Schulzki. Donau, ein Hinweis. Wir haben unbekannte Kontakte erfasst. Vorsicht ist geboten. Verstanden, Newark. Alle Eskorten, Waffen bereit machen. Bestätigt. Bereit zum Gefecht. Roger, verfolgen Schiffe im Anflug. Nicht identifizierte Schiffe, hier Station Newark. Sie dringen in verbotenen Raum ein. Ändern Sie den Kurs oder wir eröffnen das Feuer. Newark, nicht eingreifen. Wir müssen die Präsidentin schützen. Schulzki ist ein Verräter. Alarmstufe Rot. Die Donau ist getroffen. Rettungs- und Defensiveinheiten starten. Alle anderen Jäger, kein Schiff angreifen. Alle Eskorten, Feuer frei. So, mal die Steuerung testen. Gott. Noch einigermaßen. Oh Gott, die Maus ist. Oh Gott, warte mal. Das ist total, so treffe ich mal gar nichts, ne? Oh Gott. Verdammt, Sie haben die Donau zerstört. Newark, die LSF-Patrouille Gamma 6, greifen Feind an. Bestätigt, Gamma 6. Feind an. Das wird der Orden büßen. Eskortjäger, Feuer. Meine Maus ist viel zu sinnvoll. Wir sehen alle feindlichen Schiffe an. Trent, die dürfen nicht entkommen. Feind angreifen. Feind auf 6 Uhr. So. Newark, wir brauchen Verstärkung. Abfangjäger sind unterwegs. Die Colorado und ihre Eskorte sind im Flug. Aber es geht. Man muss sich nur daran gewöhnen, dass die Maus super empfindlich ist. Dann geht's. Ich habe einen Idioten auf 6 Uhr. Was war das? Feuer. So, man muss sich daran gewöhnen, dass die Maus super empfindlich ist. Dann geht's. Das war der letzte, Newark. So. When objects are destroyed, you can often salvage items from the wreckage. Also mit B sollen wir mal gucken, ob es irgendwo was gibt zum Looten. Aber habe ich schon gemacht, gibt nichts. Ja. Bestätigt, keine Feindkontakte mehr. Verstanden. So. Und ich weiß, dass wir da hin müssen. Also, haben Sie Überlebende gefunden? Negativ, Newark. Wir setzen die Suche fort. An alle Versorgungsschiffe, nach Überlebenden scannen. Alle anderen Schiffe, normaler Dienst, aber wachsam bleiben. Trent, wir können hier nichts mehr tun. Die Transporter warten bei Fort Bush. Ich habe einen Wegpunkt in Ihr Neuralnetz geladen. Fliegen Sie einfach hin. Ja. Newark, Suche abgeschlossen. Wissen wir schon. Das gibt's doch nicht. Wie konnten die sich Manhattan so weit nähern, ohne entdeckt zu werden? Okay, wir haben die Handelsroute erreicht. Beginne Aktivierungssequenz. Trent, Sie zuerst. Ja. Dark. Ach, unten. Ah ja, das habe ich jetzt vergessen. Ne? Ich dachte, es wäre oben. Ja, jetzt ist es unten. Okay. Gut. Aktivierungssequenz vollständig. Routensprung initiiert. Ja. Da, Trent. Eine der wichtigsten Adern durch den Manhattan-Raum. Wir benutzen sie nur bis Fort Bush. Würden wir weiterfliegen, kämen wir zum Sprungtor ins Colorado-System. Ist gerade die Turmabendsicht, ne?
Nicht wundern, weil ich hier so... Transportführer, hier LSF-Patrouille Gamma 6. Wir sollen Sie nach Pittsburgh eskortieren. Over. Roger, Gamma 6, hier die USV Brandt. Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Trent, Position nahe dem Transporter beziehen. Benutzen Sie das Formationmanöver, um sich mit dem Konvoi zu treffen. Okay. Jo. Hier Transportführer. Alle Schiffe sind in Position und wir haben Status Grün. Wir haben das über Schulzki gehört. Was ist passiert? Das planetare Verteidigungsnetz war offline und so gelang dem Orden der Durchbruch. Mit der ersten Raketensalve haben sie die Donau zerstört. Wir hatten keine Chance, sie aufzuhalten. Anscheinend hat der Orden versucht, das Treffen von Schulzki mit der Präsidentin zu verhindern. Schwer zu glauben, dass sowas passieren konnte. Wir sollten uns beeilen. Hoffen wir das Beste. In den letzten Wochen wurden mehrere Konvois angegriffen. Das Rogues-Problem ist in diesem Sektor außer Kontrolle. Keine Bange, darum sind wir ja hier. Aktivierungssequenz vollständig. Routensprung initiiert. Sieht bis jetzt gut aus. Alarm! Störung der Handelsroute entdeckt. Formation lost. Formation lost. So, und hier wird es das erste Mal Loot geben, wahrscheinlich. Machen Sie die Waffen bereit, Trent. Es könnte Ärger geben. Da, Rogues. Trent, ausscheren und angreifen. Wir müssen sie fernhalten, bis die Handelsroute wieder stabil ist. Ich vergaß diese doofen Raketen. Naja, da geht's. Ich habe eine Feuerlösung. Trent, ich habe ein Rheinlandschiff am Heck. Ein Rheinlandschiff? Das glaube ich nicht. Da war das falsche Sprachsample drin. Trent, ich habe ein Rheinlandschiff am Heck. Ah, schon wieder. Waffen sind bereit. Ich sehe mein Ziel. Ich werde schwer getroffen. Waffen sind bereit. Ich sehe mein Ziel. Habe feindliches Ziel im Visier. Gegner ist unter Feuer. Habe Sichtkontakt zum Feind. No. Ziel ist anvisiert. Bin bereit. So. Nichts zu looten. Ja. Aber nicht sehr. Nein! Mein Radar, das war der letzte. Wir verschwinden besser, ehe noch mehr aufkreuzen. Jo. Ganz meine Meinung. Die Handelsroute ist wieder stabil. Dann mal... Halt! Radar zeigt neue Ziele. Gamma 6, wir müssen los! Wir geben Deckung. Trent, mit dem Konvoi in Formation gehen. Es wird knapp, aber ich denke, wir schaffen es ohne weiteren Kampf. An alle, Kurs halten. Trent, die Piraten nicht angreifen. Wir müssen den Konvoi hier wegbringen. Lassen sich ganz schön Zeit, ne? So. Hätten wir das auch. Geschafft. Sind noch alle heil? Gerade so. Das war knapp. Danke, dass Sie uns heil hergebracht haben, Gamma 6. Fast hätten wir es nicht geschafft. Das Blatt wird sich bald wenden. Die Rogues waren besser ausgerüstet als erwartet, aber wir haben, was wir wollten. Danke, dass Sie Lockvogel gespielt haben. Jetzt müssen Sie sie schnappen, King. Wir entladen unsere Fracht. Denken Sie an unsere Abmachung. Ich übertrage den Lohn auf Ihr Neuralnetzkonto. Verstanden. Transportführer, Ende. Hey, King, weshalb sind wir gekommen? Das werden Sie bald sehen. Los, landen Sie auf Pittsburgh. Wir sehen uns auf der Oberfläche. Bestätigt, Anflugerlaubnis zum Landepunkt erteilt. Sie dürfen jetzt zum Landepunkt. Sie werden Pittsburgh reichlich langweilig finden, Trent. Da gibt's nur den Bergbau, sonst nichts. Außer Felsen, Rauch und Feuer. Aber was an Klasse fehlt, machen die billigen Drinks wett.
Landen Sie Ihr Schiff auf einem der Pads da drüben. Pittsburgh. Früher irgendwie mein Lieblingsort. In Flanzer. War irgendwie cool. Neben Omikron kann man natürlich. Gute Arbeit, Trent. Ich schulde Ihnen ein paar Credits. Hey King, wussten Sie, dass es da draußen hoch hergehen würde? Aha, noch sind wir nicht fertig. Wir warten nur auf die anderen. Welche anderen? Wir vermuten, dass der Orden Kontakte zum organisierten Verbrechen in Liberty hat. Vielleicht sogar ein Geheimquartier. Ich glaube, wir haben was entdeckt und haben Verstärkung angefordert. Wir könnten Sie dabei gebrauchen, Trent. Okay, aber ich hoffe, dass was dabei rumkommt. Das verspreche ich. Oh, und Trent, an Ihrer Stelle würde ich die Kohle in Ihren fliegenden Schrotthaufen stecken. Versuchen Sie es bei dem Händler da drüben, der hat immer was. Wir sehen uns im All. Machen wir natürlich. Nur mit 2000 Credits kommen wir halt nicht viel. Ja, nicht viel reißen. So. Okay. Level 1, das Level-System ist so, es ist auf Geld basiert. Also, wenn wir hier jetzt gucken, Current Level, also das aktuelle Level ist 1. Und wir haben hier unsere, ja, was unser Schiff und unsere Ausrüstung so wert ist insgesamt. Mit dem Geld, was wir auch auf der Tasche haben, ja. Und das nächste Level bekommen wir durch die Mission. Was aber bedeutet auch, also das nächste Level, das ist dann so, dass die Mission uns wieder Geld gibt und wir dann wahrscheinlich dementsprechend aufsteigen. So. Und damit es dann weitergeht, damit dann das nächste Level wiederum beginnt, meistens gibt es halt so Schritte, die halt, meistens hast du ein, zwei Level oder so als Mission und ein, zwei Level als, als Standardmissionen, die du halt selber verdienen musst. Und, beziehungsweise, ja, ein Level meistens. Ne? Also dann geht es halt immer so weiter, so schrittweise. Das ist halt so die Taktung davon. Finde ich cool gemacht oder interessant gemacht für ja, die damaligen Sachen eigentlich ganz okay. Und ja, hier haben wir halt so ein bisschen so Stats und so Reputationsstats, die ändern sich aber hier jetzt dann tausendfach, weil es, ja. Schauen wir doch mal Schiffe. Können wir uns denn ein neues Schiff kaufen? Aber hier gibt es nur ein Schiff und das ist das Rhino. Das ist ein Frachtschiff, ne? Und hier sehen wir dann auch hier die Kanonen und die Türme. Also 5 Türme bzw. 3 Kanonen nach vorne. Hier haben wir glaube ich nur 3 Kanonen. Ja, 3 und 0. Genau, hier sehen wir die Panzerung, 1600 und 1100. Cargo Space haben wir hier 80, hier haben wir 20. Ist trotzdem für so einen kleinen Fighter 20 schon ganz in Ordnung, finde ich. Also ja. 10, 10, 12, 12, Batterien und Nanobots. Optimale Waffenklasse, das ist praktisch wie gut der Generator funktioniert. 1 und maximale Waffenklasse 3. Additional Equipment M und CM, also es sind glaube ich Minen und Counter-Minen oder so, also und hier haben wir das gleiche. Hier haben wir auch 1 und 3. So. Schauen wir doch mal, was das für ein Slot ist, der da noch frei ist bei den Waffen, ne? Mine, genau. Und ja, okay. Also die Gegenmaßnahmen für Dingens sind das. Für Raketen und so weiter. Okay. Starbeam, guck mal. Was kann die denn Schönes? 14 und 7. 14 und 7, 16 und 8. Ja, da ist die ein bisschen besser, ne? Bräuchte ein bisschen weniger Energie, aber die ist besser. Die Advanced Starbeam, 18 und 9. Ja, wäre besser, ne? Wäre besser. Weiß aber nicht, ob das so cool ist, wenn man das... So ein Ding ins Ziel ist. Manchmal Gold wert, aber ja. Wir können maximal 10 Stück mitnehmen, oder? Ja. Dann verkaufen wir doch mal 3. So.
Dann gehen wir hier nochmal hin und dann schauen wir mal. Jetzt könnten wir uns das bessere Schild auf jeden Fall kaufen. Und ich denke, das machen wir auch. Mounted. Montiert. So, sagt ihr auf Deutsch. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.